In Europa sind es schon 25 Radios in 22 verschiedenen Ländern und Europa ist ja ein sehr bunter, sehr verschiedener Kontinent mit einer sehr starken und sehr besonderen Geschichte. Wir haben in Europa die Situation, dass wir vor großen Herausforderungen stehen, vor allem der Glaube, der verpulvert, der verdunstet, und Radio Maria kann hier einen großen Beitrag leisten, um Menschen wieder neu mit Christus in Beziehung, in Begegnung zu bringen und die gute Nachricht auch nach Europa zu bringen. Ich glaube, die Eigenheit von Radio Maria, und das ist Wesen, ist es, dass es ein Dienst an der Kirche sein will. Und dieser Dienst gestaltet sich in einer sehr reinen Form, weil wir selber ja keine Journalisten sind, sondern wir bringen einfach das, was die Kirche verkündet, was sie betet, was sie lebt, was sie liebt, in die Welt hinaus. Und insofern betrachten wir uns als Werkzeug für die Kirche in dieser Zeit. Und ich lade alle ein, hier mitzutun und auch mit dabei zu sein. Ich freue mich, auch Teil dieses Projektes zu sein. In einer unendlichen Dankbarkeit der ganzen Hörerfamilie und allen Menschen, die mit uns arbeiten, mit uns beten und einfach diesem Projekt verbunden sind.